Bank bedeutet für mich, dass mein Geld und meine Arbeit hier sicher ist. Du hast Bock, dann bewirb dich jetzt bei der Volksbank Mittelhessen. Okay, hallo, wir sind die Kreislaufer von HSG Wetzlar. Ich bin der Adam Neufeld. Ich bin Erik Schmidt und wir treten heute im Schätzen gegeneinander an. Ihr habt beide schon in der ersten Liga in Deutschland gespielt. Was ist denn die Summe eurer Erstligatore in Deutschland? Also zusammengezählt. Euch. Fehler gemacht, oder? Ein Jahr schon, sonst nicht. Warte. Okay. Ja. Uff. 327 gegen 370, es waren 395. Oh. Beide gut, ja. Muss man sagen. Erik war näher dran. Ja. Ja, nicht schlecht, oder? Nee. Sehr viele Tore für Kreisläufer. Wie schwer ist ein Handball? Für Herren. Mhm. Nein. Du hast 200, oder? Nein. Okay. Oh! 600 gegen 210. Das ist 300 oder so. 450. Nein! Oh. 450? Was wiegt denn so ein Gewichtsball bei uns? Das ist 600. Das ist 600, ja. Ja, okay. Erik, du hast zuletzt in Schaffhausen gespielt. Adam, du in Christianstadt. Wie weit sind die beiden Städte auseinander? In Kilometern. Luftlinie? Nee, mit dem Auto. Ich weiß nicht so genau, wo Christianstadt liegt. Ich sage nichts. Ganz oben. Es sind 1269. Das ist du. Da ist man ein bisschen näher dran, ne? Ja. Stark. Ja. War auch eng. Das ist ein gutes Niveau hier, muss man sagen. Wie viele Städte in Hessen sind größer als Wetzlar? Das war eine Frage. Okay, ich kann das nicht verlieren, die Frage. Nee. Das ist ganz wichtig für mich persönlich, dass ich die Kategorie gewinne. Wie viele größer sind? Mhm, größer. Ja. 15? 15? Keine Ahnung. 22? Ja, 11. Oh! Yes. Das ist mir persönlich ganz unangenehm, aber ich möchte es nochmal sagen. Wie hoch ist der Wetzlarer Dom? Ich war noch nie da. Du bestimmt, oder? Ach, aber. In Metern? Mhm. 52 gegen 75, ja. Weniger, oder? Sind genau 50. Uff, krass. Stark, sehr gut. Danke. 3-2 für dich, Adam. Hast du dich vorbereitet? Mit Dummkirche. Da habt ihr wahrscheinlich beide kein Vorwissen. Wie viele Zähne hat ein Hai im ganzen Leben? Ui. 170 gegen 200, ja, ist nah beieinander. Ihr seid ganz weit weg. Sind 30.000. Wow. Was? Bei dir mal aus, ja. Ja, aber Erik, du warst somit näher dran, auch wenn es weit weg ist. Egal, ich nehm den Punkt. Stark. Das fand ich gut. Wie steht's eigentlich? Haben wir einen Zwischenstand? Ja, 3-3. 3-3, gut. Wie viele Spieler sind jetzt
für Wetzlar in der ersten Liga aufgelaufen? Oh. Komm jetzt. Ich bin richtig weit, glaube ich. 124 gegen 160. Es sind 164. Wow. Das ist ein sehr gutes Niveau, Erik. Dankeschön. Ich dachte, das sind viel zu weit weg, aber es klingt nach so viel, ne? Aber wenn du alle mitzählst. Ja. Wie viele Fans passen auf unsere Stehplatztribüne? Weißt du das? Ich weiß nicht. Ich hoffe. Jetzt bin ich auch nervös. Bist du so nervös? Jetzt bin ich sehr nervös. ...650 gegen 1.500. Es sind 1.700. Die letzte Frage entscheidet anscheinend. Scheiße, jetzt bin ich nervös. In der letzten Saison, wie viele Gegentore hat die HSG bei Bundesligaspielen bekommen? Ui. So ein 31 zu 13 dabei, deswegen weiß ich nicht genau. Ja, ich nehme das. Gegen 925. Es waren 910. Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Wirklich gut, oder? Ja, das war. Wir haben nur falsche, also so richtig falsche bei Zähne von 30.000. Das mit den Städten ist wirklich ganz schlimm für mich. Das war ein Sieg für mich. Ja.